Hallo zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Let's Play Against Total War Rome 2 mit den Galatern gegen die Marcellianer, gegen West oder gegen Drake, wie man es nehmen möchte, aus ihrer Perspektive. Mit an meiner Seite natürlich Gibjon. Nein, natürlich West. Mensch West, du bist so ruhig. Alles okay bei dir? Ja, ich habe jetzt endlich so den Streiter da umgebracht, der mir so ein bisschen Probleme verursacht hat. Aber ich kann jetzt immer noch die Sonne nicht angreifen. Das stört mich. Das stört mich, das stört mich. Das ist voll schrecklich, voll schrecklich. Das ist ja echt. Und warum habe ich denn so wenig Geld? Voll schrecklich. Weißt du das? Das ist auch voll schrecklich. Oh. Ja. Was kostet denn die mich eigentlich? Tarako könnte ich ausbauen. Das könnte ich ausbauen. Ich könnte alles Mögliche ausbauen, aber mache ich das? Nein. Warum nicht? Weil ich ein Idiot bin. Wohlstand. Gymnasia. Warum seid ihr so unglücklich? Könnt ihr mir das sagen? Ach, wegen dem Winter. Minus 4. Ah, minus 3. Meine Militärpräsenz ist 6. Ja, bedeutet, nächste Runde kann ich da verschwinden. Das gefällt mir doch mal. Das gefällt mir. Dann könnte ich theoretisch darum unterstützen gehen. Wenn ich das brauche. Gut. Will der Nächste mit mir handeln? Gallische Konföderation? Willst du mit mir handeln? Okay, nicht Angriffspakt, das gefällt mir schon mal. Ich verlange eure Befehle. Was kriege ich denn aus dem Handel? Oh, das ist sogar gut was wert. Jetzt sehe ich wieder wesentlich mehr. Okay, die Friesen. Ey, Friesen! Nicht Angriffspakt? Finden die eigentlich ganz dufte. Okay. Jetzt handle ich auch noch mit den Friesen. Aber die Briten mögen mich nicht. Das ist ja so traurig. Oh, du armer, du. Ja, das ist voll schrecklich. Ich nicht. Oh, die soeben mögen mich auch nicht. Ich glaube, das könnte... Ich glaube, das könnte ein bisschen problematisch werden. Na, ja, das könnte problematisch werden. Nicht Angriffspakt? Oh, die wollen einen Nicht-Angriffspakt. Die lassen mich jetzt also in Ruhe. Das gefällt mir. Ich könnte jetzt immer noch, wie gesagt, diese Lokien angreifen. Wie viel haben die denn noch? Och, die haben gar nichts mehr, ne? Wir haben noch bei drei Regionen haben sie noch. Die haben Memphis, die haben Dalamis und die haben Tegra. Oh, wartet, bin ich auch nicht. Geht, kleiner Mann. Willkommen. Der Tag neigt sich schon. Krieg erklären. Okay, ich habe immer noch ein Friedensabkommen mit denen, das geht dann also nicht. Dann geht das wohl nicht, wenn das nicht geht, ne? Ja, die Zeit vergeht halt ziemlich langsam, was. Lange als viele Schlachten. Krieg mit Galatien. Kriegsbeitritt gegen Keltri, was willst du denn dafür? Dafür hätte ich gerne ein Schutzbündnis. Nein, wollen die nicht. Militärisches Bündnis, militärischer Zugang. Schade.
Egal. Vielleicht kriege ich noch irgendwann Karthago auf dich, Gerz, aber ich glaube nicht dran. Selbst wenn, Weil glaube ich, ist dafür es dann mögen die schon dich zu zu spät. sehr. Selbst wenn, glaube ich, ist es dann schon zu spät. Ja. Wofür? Dass die mir noch eine Gefahr wären. Ach. Aber hallo. Ich habe jetzt gerade ganz Syrien unter Kontrolle. Ja. Fast Nabatea. Bin fast in Ägypten mit den Papanen, ja? Toll. Ja. Ja, ich konnte mich halt nicht so krass ausdehnen. Weil im Endeffekt hast du ja so das Kedische Reich einfach geschluckt. Ja, so Stück für Stück, da fehlt nicht mehr viel. Ja, du hast das. Also das ist ja der kleine Teil da, das ist ja nicht kaum zu beachten, besonders halt, weil viele jetzt Gebiete, das zum Beispiel in Ägypten, das ist ja eigentlich kein syrisches Gebiet, das ist ägyptisches und so. Wird aber auch bald noch geholt, weil noch meine Feinde da drin sind. Ich habe Feinde bis nach Afrika. Wow. Dann muss ich Arabien noch einnehmen. Ich müsste eigentlich auch noch Armenien einnehmen. Armenien immer eine permanente Gefahr ist. So viel zu tun und so wenig Armeen. Was? Da kommt noch ein zweiter? Alter. Nur die Größten wagen es, mit ihren Feinden über Frieden zu sprechen. Nur die Schwachen wollen den Tod Na, was aller wollen die Völker. Treverer von dir? Klar, mache ich. Die haben sich mir unterworfen. Wollen jetzt dein Klientelkönigtum sein, oder wie? Ja. Ägypten hat jetzt ihre Stadt verloren. Edler Tod. Alien ist unser Alamut. Ich habe ein schönes Video gerade. Ja? Einer von dir gestorben. Ist ein edler Tod. Ach, der Arme. Auf Reisen erfährt man wahre Freiheit. Ja, wahrscheinlich meint genau. Oh, das hat mich ein bisschen politische Macht gekostet. Ein Einfluss. Geht aber. Um uns die nächste Stadt. Das ist doch eigentlich genial, was ich jetzt gerade habe. Okay. So, Sachen fertig finde ich. Garnison. Hä? Goes West. Goes West. Ich habe gerade mal auch meinen Typen verloren und ach, war der da unten? Moment, kann das sein? Ah, da war der. Okay. Ich war am Suchen, wo der Typ ist, aber jetzt habe ich ihn gefunden, alles Ach gut. so, na dann ist ja gut. Naja. Jetzt gefunden hast, dann ist ja gut. Nein, du schaffst es wirklich nicht mehr. Scheiße. Da ebenso. Da können die Spartaner mal schön dick vergessen, dass sie mich hier angreifen. Die Armee ist zu stark für die. Ist ja nicht so, als hätte ich die da hingeschickt. Du hast gegen gesagt, die sollen die Komödie angreifen, nicht wahr? Nein. Nein, nein, nein. Alter, wie viele Truppen haben die?
Eigentlich ganz witzig, wie die KI reagiert. Ja, wieso? Die haben, die schicken dir einen Trupp zu, aber wenn du wüsstest, was sie, wie viele Fullstacks die haben, ey, Ja, Alter. ich weiß. Genauso wie die Athener und so. Aber Hauptsache, ich sitze in meiner Provinz und chill eine Runde. Ja, ich glaube aber, wenn die KI auch richtig handeln würde in der Situation, ja. Wäre das, glaube ich, ziemlich bitter. Oh, du bist aufgestiegen? Echtkeit. Alter, ich habe einen General Level 8. Boah, die Armee ist jetzt so verfickt stark, ey. Cool. Boah, Alter. Meine Legionäre können es jetzt mit Eidgeschworenen aufnehmen, so stark sind die. 55 Nahkampfangriff, 47 Waffenschaden und eine Nahkampfabwehr von 71, ey. Göttlich. Krebs, um dem Volke Galliens zu dienen. Weiter bitte. Ich nehme mich jetzt noch mal an hier. Dann wollen wir die Runde beenden. West, du bist dran. Ach, habe ich oben meinen Agenten vergessen. Winde des Uranus. Ein Rat der 600 oder? Ich meine, der Rat der 600 ist das. Was? Ist das. Hä? War das 600 bis was? Ist das, glaube ich, der andere Typ oder ist das meiner? Du sein. Müsste ich sein? Ja, guck doch mal nach. Ja, kann ich gerade nicht. Kann ich dir da nicht helfen? Ich meine, es bist du, aber ich kann es dir nicht garantieren. Ja, weil der eine Typ, der hier ist, der so scheiße war, ich meine, der jetzt auch kostenlos ist, der. Naja, der ist auf jeden Fall von den anderen, also okay. Maus ist mal ein General, ey. Level 8. Okay, ausweichen. Baukosten und Zufriedenheit. Baukosten und Wohlstand. Das ist beides eigentlich ganz lecker. Machen wir das. Moment. Natürlicher Tod verwundet. Alter, war der das? Oh. Ich könnte kotzen. Die Piktonen gehen mir jetzt auch schon wieder auf den Sack. Gift. Was kann der denn?
geschehen. Hunger nach einer Schlacht. War das alles? Obwohl der eigentlich auch noch den der Runde in der Stadt bleiben kann, genau. Was kosten die? I need money, money, money. Das habe ich. Habe ich, brauche ich noch was? Wahrscheinlich nicht, ne? Armenien. Ach komm, weißt du was? Scheiß drauf. Ich will mein Reich ausdehnen. Acht. Minus neun. Jede Runde wird es eins weniger, also sollte ich das selber klimatisieren. So, wunderbar. Wie geht es jetzt mal dahin? Da brauche ich theoretisch ja doch noch die Feinherren. Egal, gut, du darfst. Yay, ich darf. Du darfst. Salami essen. Ja, juhu, ich wollte nichts mehr als Salami essen. Pferdesalami, ne? Irgendwo auch zu erwarten, aber gut. Was, Pferdesalami? Ja. Warum? Willst du nicht ein bisschen was. Willst du nicht ein bisschen was von Heiko naschen? Gut, wir werden also nächste Folge in Schlacht schlagen, Mist. Achso, das war zu erwarten. Ah, okay, ich dachte, dieser Lobby. Beides. Ja. Gut, willst du mir das nicht mal zeigen? Ich drück noch nicht weiter. Ja, hier bitte. Dann können meine Zuschauer sehen, was da für eine Schlacht kommt. Oh. Hier sollst du, glaube ich, aber schaffen. Versuch zu reißen, was noch geht. Mehr kann ich nicht tun. Gut, Leute, ich würde sagen, in dem Sinne verabschieden wir zwei uns hier von euch. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.